Moment mal. Habe ich da aufgehört? Habe ich da nicht angefangen? Ach ja. Oh Gott. Ah, okay. Ich muss also irgendwie, willkommen zur Saturday Night Horrorstunde. Aua. Ich muss jetzt irgendwie wohl die Brennstäbe entfernen, keine Ahnung. Aua. Mit ihrem unfassbaren Verstand gut aus in den Kommentaren Junsi94 und Metro 2033. Achtung, Brennstab wird entfernt. Alter, ich habe keine Minute Zeit, ne? Wo ist die Verbindung? Alter, steig aus, Junge. Au. Au. Verdammt, so ein Mist, dass wir den Aufzug verloren haben. Gott sei Dank wurde früher alles zweimal gebaut. Wir sollten jetzt hier entlang. Wir kommen später zurück und bringen das zu Ende. Müssen uns besser vorbereiten. Kümmern wir uns zuerst um die Schwarzen. Ja, mach das mal. Und wie ihr seht, habe ich das ein bisschen gefixt mit den Einstellungen. Endlich bin ich mehr so salty, ja. Und ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen froh drüber, dass es endlich sein Ende genommen hat. Weil es mich gerade schon angekotzt hat. Ich hab auch die Grafik ein bisschen neu geschraubt vom Spiel. Ich habe sie von sehr hoch auf hoch geschraubt. Und Aufnahme FPS sind 40, also in der Aufnahme. Hier habe ich so 100 bis 200 die ganze Zeit. Das ist schon in Ordnung. Den Unterschied merke ich persönlich nicht so extrem. Aber man sieht halt, wenn der Drop da ist. Ne? Panzer. Damit wir uns aus der Asche erheben können, Städte wieder aufbauen können und die Metrotunnel wieder mit silbernen Zügen gefüllt. Wieso klingt der so weit weg, wenn ich ihn direkt angucke? Sind. Alles wird wie. Ja. Voll seltsam. Oh mein Gott, ey, ich wollte gerade schießen. Oh, jetzt habe ich nur 40 FPS. Yeah. Also, ich gehe zu Ostankino, um das Ziel zu korrigieren. Sie bleiben hier und verteidigen Wladimir. Ob wir es schaffen? Wir müssen versuchen, unsere Leute zu erreichen und um Unterstützung am Turm zu bitten. Ich bleibe in Kontakt. Jetzt habe ich wieder 150. Ja, tut mir leid, dass ich das ganze Gelaber über FPS, aber ich finde das halt schon ein bisschen kacke, wenn das nicht richtig funktioniert, so wie ich mir das selber denke. Ich bin auch ein bisschen gefrustet dann immer drüber. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Soll ich in den Zug steigen, oder? Ey, gib mir doch mal Munition, mal ganz im Ernst, ey. Immer die gleiche alte Geschichte. LOL! Verließen den Zug und kletterten den Tunnel zum Korolev-Theater hoch. Der Ostankino-Fernsehturm war jetzt nahe.
Auf vereisten Straßen trafen wir die anderen Ranger in dem wilden Kampf, mit dem meine Geschichte begann. Ah! Verstehe. Habt ihr Munition für mich? Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis! Mal ganz im Ernst. Ich muss mal ganz kurz ins Overlay. Ihr seht mich jetzt vielleicht nur, das Spiel steht jetzt still. Aber irgendwas stimmt hier absolut nicht mit meinem Headset. Ich habe gar keinen Subwoofer. Einen Moment, ich muss es mal kurz fixen. Aha! Ihr hört das wahrscheinlich auch gerade, es tut mir sehr leid. Ich habe auch gar keine... Back... Den höre ich. Den höre ich aber auch. Den höre ich nicht. Den höre ich nicht. Okay, also haben wir nur Stereo. Tut mir leid, ich musste das mal ganz kurz testen, weil... Wow! Ja, alles klar! Alter, es ist hier so laut. Aua! Ich suche grad... Hi! Oh Gott. Moment, ich muss nachladen. Schnell, raus hier, los! Ja, ich bin hinter dir. Wer bist du überhaupt? Keine Ahnung. Oh oh. Oh oh. Lauf doch, Otto! Hä?
Hi. LOL! War geplant, das war gewollt! Ich spiel zu viel Counter-Strike, I'm sorry, ja. Aber ihr hört vielleicht, ich hab's gefixt! Alles, na, möglichst viel. Will er nicht. Ich schwöre, er will es nicht. Nimm es! Er will es nicht nehmen. Ich hoffe, alles, was meilig ist, ne? Warum nimmt er die Gasmaske nicht, ey? Jetzt gucken wir erstmal. Lol, wir haben jetzt genug Munition. Du schmeckst das scheiße? Immer leise. Ah, okay, auf C werfe ich meine Secondary. Ja, ich komme gleich. Ah, jetzt funktioniert das auf wenigstens. Mit on safe. Toll, ich hab keine Schlüssel. Wenigstens weiß ich, dass hier der Safe ist. Was wollte ich gerade sagen? Wenigstens habe ich wieder ein bisschen Munition, ja. Für die zwar noch nicht, aber für die beiden. Ein bisschen ist noch nett gesagt, das ist verdammt viel Munition, was wir haben. 600 Schuss, Alter, damit kann ich auf jeden Fall noch jede Menge reißen. Eine beschissene Key, Alter. Ich will den Tresor aufmachen. Ja, einen Weg nach oben. Bist du ein ewiger Optimist, Mille. Leichter gesagt als getan. Gut, ich habe eine Idee. Klettere auf den Aufzug drauf. Wir versuchen, die Halterung des Gegengewichts zu lösen. Ich mag die Idee nicht. Er will nicht nach oben gucken, ich schwör dir. Ah! Was ist passiert? Wir sind wohl durch die Decke gekracht. Sieht auf jeden Fall hart danach aus. Ah. Eintrag 1, bla bla bla. Hi! Ah, ich muss eh gerückt halten zum Maske wechseln. Ist klar. Da war ja was, ich kenne hier so viele Moves noch nicht.
Wie gesagt, 600 Schuss, ich lasse mich definitiv nicht einschüchtern. Das ist abgeschlossen. Hinter dir, Radio! Da ist eine Treppe in deiner Nähe! Komm hoch! Lol, das sah gerade voll komisch aus, okay. Auch zu? Oh, Scheiße. Es geht ab. Bitte kommen, Ullmann. Wir haben gerade ein paar Dämonen abgewehrt. Geh noch weiter hoch. Ah! Bitte kommen. Miller, schieß, Artyom! Schieß! Artyom, Miller, bitte kommen! Verstanden, Oberst. Ende. Der Laser nützt uns hier gar nichts, Artyom. Die Wolken sind viel zu dicht. Du musst so hoch klettern, wie du kannst und das Leitsystem einrichten. Bewegung, Junge. Jetzt hängt alles an dir. Stirbst du? Nö. Ich den Helm? Nö. Dazu? Wo kann ich denn... Achso. Gibt es keine Secrets? Alles klar, jetzt machen wir ein bisschen Höhenbalancing oder was? Das nennt man High Acting, was ich hier mache, ja? Verstehe, wegen so hoch und so. Musst du da hoch oder sich das falsch? Hier? Ach, du bist ein Leiter oder was? Alles klar. Da wollte ich schon wieder so ein Dämonenvieh, Alter. Versteht ihr? High Acting? Digga, tanz auf den Schienen, Junge. Machen wir uns mal ein bisschen Licht hier. Oh, es wird grau. Ja, ich bin hier. Was geht? Deine Mutter bringt den Tod. Wer ist er? Du bist es sicherlich nicht. Oh, Eintrag. Alles klar. Ach, hier kommt man auch hoch. Alles klar. Na toll, jetzt gibt es ja noch Jump. Spielen wir hier etwa Adventure Map oder was? Ja, ich bin doch schon am E-Hämmern, Alter.
Knallharte Sau, dieser Artyom, ey. Und now? Er verarscht mich doch, da muss ich sicherlich nicht rüber. Ach, guck mal, ich bin fast gesprungen. So, höher geht nicht. Artyom, das Signal ist einfach perfekt. Halte noch eine Minute durch, dann kriegen wir sie. Wer ist wir? Wer seid ihr? Oh, hi. Wow. Okay. LOL. Das war wohl mein Tod. Ah, okay, ich verstehe. Wirklich? Nein. Ich raff das überhaupt nicht. Nein, da werde ich runterfallen. Hier ist auch wieder eine Wand. Ich werde aber! Du wirst aufgehalten werden, Verdammt! Boah, wie viel Drogen habe ich genommen, Alter? Oh. Ja, ich bin da. Ich bin nicht da. Ach so, eine Fickfotze. Doch, ich muss da ja lang. Oh. Hat mich das ganz schön an der Nase rumgeführt, dieser Penner. Das Feuer. Warte mal. Da stimmt was nicht. Ah, ich wusste es. Nö. Wäre noch schöner. Ich werde aber. Nein. Ich will aber. Wo bin ich jetzt denn gelandet? Lol. Lol. Ich hab noch nicht. Okay, easy, easy, easy. Zerstör dich gleich. Ja, aus gutem Grund, nicht wahr?
Da falle ich runter. Ja. Möchte ich nicht. Warum nicht? Hier werde ich runterfallen. Weil ich das weiß, keine Ahnung, habe ich so ein Gefühl. Muss ganz ehrlich sagen. Easy. Gib mir mehr Jump Challenge. Yeah. Easy peasy motherfucking lemon screw. Was soll ich jetzt machen? Adventure Map! Nein. Wer ist das? Verdammt, wer bist du? Ist es feindselig? Töte es. Get over here, motherfucker! Kann ich auch laufen? Ich kann nur links, rechts ausweichen. Wie gesagt, es ist menschlich, töte es, Motherfucker! Ernsthaft? Alex, Tobi, ja, was ist denn? Ah! Zielsequenz abgeschlossen. Was möchte Alexander denn jetzt von mir? Artyom, die Raketen sind unterwegs! Oh, besser mach ich mach hier einen Abflug, wa? Lol. 30 FPS? Alles klar, läuft bei mir. Ui! Feuerwerk! Endlich gehört die Welt wieder uns. Ein weiser Mann sagte einmal, der, der einen Krieg aus Liebe für seine Mitmenschen führt, wird seine Feinde besiegen. Ich wollte, dass mein Krieg meine Familie, meine Freunde und mein Zuhause beschützt. Dimitro, wir hatten gewonnen. Aber bis heute frage ich mich, als wir die Schwarzen vom Erdboden verschwinden ließen, ging da nicht auch etwas verloren? Na, das Miteinander in der Metro, ne? Das ging vielleicht verloren. Ja, Ladies and Gentlemen, das war's mit Metro 2033, halbe Stunde, letzter Part. Es bricht mir ein bisschen das Herz, ja. Weil ich dieses Spiel jetzt gerade erst so richtig angefangen habe, so mit FPS und so. Also, flüssig spielen zu können. Das ärgert mich ein bisschen, aber allen ist es eine gute Story, finde ich persönlich. Um aufzuschreiben, Alter. Der lenkt mich voll ab. nur komme ich auf das mit den Schwarzen nicht klar. Das sind Mutanten, nicht wahr? Sowohl die Dämonen als auch die am Boden, und das sind ja wohl, das sind doch Mutanten. Weil hier ist ja irgendwas nuklear in die Luft gegangen. Und dann frage ich mich ja noch, ist es nur hier in Russland? Oder ist es auch in USA und so? Weil dann haben wir mit so einer kleinen Explosion definitiv nicht die ganzen Schwarzen ausgerottet.
was soll ich das sagen? Ich bin ein bisschen geflasht, dass jetzt schon das Ende kam. Bisschen traurig auch, weil ich hatte schon mehr oder weniger Schiss. Gott sei Dank keine Jumpscares. Sowas hasse ich ja. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Tut mir leid, ich sitze hier immer so Stefan Raab-mäßig. Ja. Obwohl das eigentlich gar nicht so mein, ich weiß auch nicht, Verlangen ist. Ja, nee, so nicht. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade hier mit dem Handy bin. Metro 2033, großartige Story. Ein bisschen schwammig in der Bewegung. Finde ich persönlich. Also mit Zielen und so. Ist mir persönlich nicht schnell genug. Dafür, aber wenn ich einen Shooter mit schnellen Bewegungen haben will, dann spiele ich MW2. Call of Duty. Allen im Allen. Das Spiel ist souverän. Allen im Allen kann man echt sagen, sollte man sich auf jeden Fall geben, beziehungsweise wenn ich das Play geguckt habe, Gratulation, ihr habt ein wunderbares Spiel verfolgt. Mit ihrem unfassbaren Verstehen, gut, das in den Kommentaren. Lassen wir das. Ja. Was soll ich noch sagen? Ich hoffe, es gefallen, das ganze Let's Play. Ja, was machen wir jetzt als, oh Gott, Nachfolger? Steht mir so viel auf, so vieles offen. Jetzt durch, da ich diesen FPS, dieses FPS-Monster habe. Schauen wir mal. Ich habe mal drüber nachgedacht. Jetzt, wo ich einen neuen PC habe, ist ja Endscreen und so. Was haltet ihr denn davon, wenn ich mal einen Shooter spielen würde? Sowas wie Call of Duty oder so. Hättet ihr daran Interesse? Ja? ich hab mal schauen. Vielleicht, ich besorge mir mal ein altes Call of Duty und dann schaue ich da mal rein. Installiere das fix. Ja. Ist ja easy. was noch folgt? Ja, die Battle Season noch. Auf jeden Fall. Schaltet ein. Ich finde, das ist... gut, ich sag mal, dieses Projekt kostet einen an sich schon Nerven. Es hat mich auch ein bisschen Arbeit gekostet, Peter dazu überreden, das mit mir zu machen. Und ich ärgere mich auch ein bisschen, dass das nicht ganz so nachher im Endeffekt geworden ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war nah dran, ja. Wir haben uns gut gebettelt. Wobei es natürlich noch vorbei ist. Sie ist noch voll im Gange zu diesem Zeitpunkt. Wir haben uns gut gebettelt. Und wer auch immer von uns den Titel Battlekönig, ja, nach Hause trägt. Wer auch immer es sein sollte, er wird ihn zurecht tragen, den Titel. Das war Metro 2033 Redux mit ihrem unfassbar unverschämt gut aussehenden Kommentator Jonsi94 in der Saturday Night Horror Stunde, ja, oder halben Stunde, wie auch immer. Ich hoffe, es gefallen, danke fürs Zusehen und lasst euch überraschen, was nächsten Samstag mit WoW erscheint, ja. Aber bis dahin, ciao.